Rendezvous Wissenschaft im Gespräch hat es geheissen, Anfang September, zmitzt in Bern. Die wissenschaftliche Ideenschmiede REACH hat zusammen mit der Akademie der Wissenschaften zum Gespräch eingeladen und dabei auch der Politik auf den Zahn gefühlt. Alors, ce que la politique peut apprendre aux scientifiques, c'est peut-être l'expression. Je pense que le scientifique est beaucoup trop discret. Et il doit parler de ses recherches, il doit parler de ses inquiétudes, et ça me paraît très très important. On apprend malheureusement trop tard l'avancée scientifique et on est en retard dans la législation. Die Politik sollte von der Wissenschaft lernen, dass man nicht Schnellschüsse machen sollte, dass man zuerst einmal genau hinschaut, was ist Sache, gibt es vielleicht auch noch andere Ergebnisse, andere Resultate und wie kann man dann auf eine gute Art ans Ziel kommen, ohne dass man sofort irgendwelche Verbote oder Initiativen startet, die vielleicht in zwei Jahren später bereits wieder überholt sind. Ja, ich denke, die Politik kann sicher thematisch sehr viel von den diversen wissenschaftlichen Disziplinen lernen. Aber ich denke gerade auch, was die Methodik angeht, wenn es darum geht, mit Unsicherheiten umzugehen, hat die Wissenschaft sehr viel zu bieten, wo heute die Politik sehr viel auf Emotionen stützt. Und ich denke, dort wäre noch sehr viel Potenzial vorhanden. Ich glaube, so das fundierte Vorgehen, langsam nachdenken, immer wieder versuchen, auch zu falsifizieren, also herauszufinden, ob man tatsächlich auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, dort überall sind Wissenschaftler mit ihrer Methodik der Politik etwas voraus. Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Lehre ist, dass die Wissenschaft immer wieder kritisch hinterfragt, immer wieder Resultate zur Diskussion stellt. Das muss auch in der Politik stattfinden. Letztlich geht es darum, dass wir in der Wahrheitsfindung, in Anführungszeichen, oder im Gewinnen von neuen Erkenntnissen, dass wir weiterkommen und dass wir das nutzbar machen können. Es geht immer auch darum, dass die Resultate für die ganze Gesellschaft nutzbar gemacht werden können.